Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bereits bei Türchen Nummer 21 und hinter Nummer 21 versteckt sich eine ganz leckere Spekulatius-Mandarinentorte. Viel Spaß! Dafür braucht ihr einen Biskuitboden. Ich habe jetzt hier mein Grundrezept genommen, die genaue Mengenangabe und eine kurze Anleitung findet ihr unten in der Infobox. Dann braucht ihr für die Füllung 500 Gramm Magerquark, 300 Milliliter Sahne, 180 Gramm Zucker, 8 Blatt Gelatine, einen Teelöffel Spekulatiusgewürz und zwei kleine Dosen Mandarinen oder eine große. Dann für die Verzierung 200 Milliliter Sahne, ein Päckchen Vanillezucker, ein Päckchen Sahne steif, 14 Mandarinenstücke und 11 Spekulatiuskekse. Los geht's. Hier ist jetzt mein Boden. Das war mein Grundrezept von meinem Biskuitboden. Da habe ich einfach nur einen Teelöffel Spekulatiusgewürz mit dazu gegeben und dann wird es so ein schöner hellbrauner Boden. So ganz einfach. Ich liebe diesen Biskuitboden. Habt gesehen, wie fluffig der ist. Also einfach genial. Unten in der Infobox findet ihr das Rezept. Den bereiten wir uns jetzt vor. Da gehen wir jetzt einfach nur einen Tortenring darum, ziehen das fest und stellen den kurz zur Seite. Dann habe ich hier die 300 ml Sahne, die habe ich steif geschlagen mit Sahne steif und einen Esslöffel Zucker von den 180 Gramm. Die stellen wir ebenfalls noch in den Kühlschrank, bis wir sie brauchen. Die Mandarinen müssen abtropfen und von diesen Mandarinen habe ich mir 14 Stücke weggelegt. Am besten in Frischhaltefolie einpacken und in den Kühlschrank legen, weil es dauert noch ein bisschen, bis wir die benutzen. Dann habe ich hier kaltes Wasser, da weiche ich jetzt meine Gelatine ein. Einfach die Blätter da hineingeben und die darf jetzt so gute 10 Minuten quellen. In dieser Zeit habe ich hier jetzt meinen Quark in eine Schüssel gegeben, da kommt jetzt der Zucker dazu. Was ich am Anfang vergessen habe, ihr könnt noch den Saft einer halben Bio-Zitrone dazu geben. Ich hatte hier jetzt ein Zitronenaroma, ja, kann man machen, aber frische Zitrone schmeckt intensiver nach Zitrone, also ich rate zu einer richtigen Zitrone. Das Ganze wird jetzt so lange verrührt, bis der Zucker sich aufgelöst hat. Das merkt man daran, indem das Ganze nicht mehr so knackst beim Rühren. Dann habe ich hier das Spekulatiusgewürz von Just Spice. Da gebe ich jetzt ein kleines bisschen dazu. Gebt nicht zu viel dazu, denn das ist wirklich sehr intensiv. Also so ein Teelöffel, wenn nicht sogar etwas weniger, langt vollkommen für einen Spekulatiusgeschmack. Das Gewürz wird ebenfalls mit eingerührt und dann ist die Creme zur Hälfte fertig. Denn dann geht es weiter mit der Gelatine. Die Gelatine ausdrücken, in einen Topf geben und dann schmelzen lassen am Herd. So sieht es dann aus. Jetzt müssen wir die Gelatine der Creme anpassen, also von der Temperatur her. Dazu gebe ich einfach einen Esslöffel von der Creme in die Gelatine hinein und verrühre das Ganze so lange, bis beides richtig schön glatt wird. Also es sollte keine Klümpchen mehr haben. Die kommt jetzt in meine Creme hinein und dann ganz zügig weiterarbeiten und zwar heißt das sofort verrühren. Die wird nämlich unheimlich schnell fest. Wenn die Gelatine dann eingearbeitet ist, gibt da einfach nur noch die Sahne mit hinein und verrührt die Sahne mit der Creme. Wer sie nicht verrühren will mit der Küchenmaschine oder mit dem Handrührer, der kann sie auch unterheben. Aber ehrlich, ich finde, so wichtig ist es nicht. Geht so genauso. Und dann ist die Spekulatiuscreme auch schon fertig. Da kommen jetzt meine gut abgetropften Mandarinenstücke mit hinein und die hebe ich unter, denn ich möchte nicht, dass sie zu kaputt gehen. Also wenn ihr das jetzt mit der Küchenmaschine macht oder mit dem Handrührer, dann zerfetzen euch die Mandarinen. Wer das mag, kann es machen. Ich wollte es nicht. Ich wollte schon ein Stückchen drin haben und deswegen habe ich sie untergehoben. Und jetzt ist meine Creme auch fertig. Dann hole ich meinen Tortenboden wieder. Da kommt jetzt die ganze Creme darauf und die wird dann schön gleichmäßig darauf verstrichen. Jetzt darf meine Torte für gute 6 Stunden in den Kühlschrank, also macht sie am besten einen Tag vorher. Nach der Kühlung vorsichtig den Rahmen entfernen, natürlich vorher mit einem Messer rum, vorsichtig außenrum schneiden und dann vorsichtig den Tortenring wegnehmen. Und so sah sie dann aus. Ich habe hier jetzt meine Torte eingeteilt in 14 Stücke.
Für die Verzierung habe ich die Sahne mit Sahnesteif und Vanillezucker steif geschlagen, in einen Spritzbeutel gegeben. Ich hatte hier jetzt eine französische Sterntülle. Ihr könnt jede andere Tülle auch nehmen. Und da werden jetzt auf jedes Stückchen ein Tuff gespritzt. Und dann kommen die Mandarinenstückchen oben auf die Tuffs drauf. Ihr könnt sie drauflegen, ihr könnt sie draufstecken, wie ihr es gern haben wollt. Ich habe sie drauf gesteckt. So sah sie dann aus. Und dann hatte ich hier so schöne Spekulatius-Kekse. Unten in der Infobox steht drin, also die Infobox ist übrigens unter dem Video. Da steht drin, wo ich diese schönen Kekse her habe. Und da habe ich jetzt einen Keks an jedes Stück Torte festgesteckt. Also einfach hingeklebt. Das klappt eigentlich ganz gut. So sah sie dann aus. Hat doch was von einer Krone, oder? Also ich finde die total passend optisch zu Weihnachten. Damit mir meine Männchen aber doch nicht vorsichtshalber runterfallen, habe ich noch einmal den Tortenring darum gestellt und sie nochmal für eine halbe Stunde in den Kühlschrank gestellt. Einfach nur zur Sicherheit. Und so sah sie dann aus. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das 21. Türchen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Weihnachtszeit. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.